Ich war am Wochenende bei Taylor Swift auf dem Konzert. Ich war auf der Eras Tour in München das ganze Wochenende vor Ort, aber nur am zweiten Tag im Stadion. Das ist jetzt 3 Tage her alles. Und ich kann das immer noch nicht alles so richtig kapieren, aber ich würde trotzdem mal so weit gehen und sagen, es war eines der sensationsmäßigsten Wochenenden überhaupt. Warst du am Samstag auf der Wiese beim Olympiapark? Danke für diese Frage. Ich habe quasi die Tickets gekriegt für diesen Sonntag in München und habe dann direkt relativ schnell für mich auch gedacht, so, oh mein Gott, ich will davor eigentlich auch in den Olympiapark. Deswegen war ich direkt so, ja, lass dann wirklich auch vorher in den Olympiapark rein und dies und das und jenes. Es war dann aber wiederum eine, wie soll ich sagen, dann nochmal eine Entscheidung zu sagen, okay, dann holt man sich das Hotel auch wirklich für noch einen Tag mehr und dann bucht man auch die Bahnreise vorher. Ich weiß nicht, irgendwie war das dann letztlich doch nochmal eine Überwindung. Also ich war an dem ersten Tag in diesem Olympiapark und man ist da wirklich reingekommen. Es war wie das gut gefüllteste Stadtfest, auf dem ihr jemals wart, nur noch mehr und dass aber jeder wegen einer Sache da war und nicht um irgendeine schlechte Coverband zu sehen, die auf der Bühne spielt, damit man sich irgendwie das Ganze schön saufen kann. Das war übermagisch. Das war völlig abstrus. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also dann irgendwie in diesem Olympiapark um die Ecke zu kommen und dann irgendwann diesen Berg zu sehen. Und das sah wirklich, das sah, ich schwör's euch, das sah aus, wahrscheinlich hat mittlerweile jeder irgendwie Bilder davon gesehen, das sah aus wie ein Ameisenhügel aus weiter Ferne. Ich bin ja eigentlich, das will ich jetzt auch nochmal, um meine Männlichkeit zu unterstreichen, hier vorweggeben. Ich bin bei sowas eigentlich dann doch relativ abgekühlt, aber mich hat das richtig mitgenommen. Und dass da irgendwie so dieses Gefühl war von, krank, irgendwie alle Leute, die jetzt hier sind, hatten zwar kein Ticket, aber haben trotzdem irgendwie so eine geile Zeit, so eine gute Zeit zusammen. Und die Leute haben mitgeklatscht, also sie haben am Ende von Liedern geklatscht. Und ich war im ersten Moment so, Moment, das macht doch gar keinen Sinn, die hört das ja gar nicht. Also wir sind ja nicht im Stadion. So. Aber hä, irgendwie macht es halt natürlich Sinn, weil irgendwie bist du ja trotzdem auf dem Konzert, nur halt nicht im Konzert. Ja. Und die nächste große, wo ich gerade schon dabei war, die nächste große Entscheidung, vielleicht, ich weiß nicht, ob vielleicht unter euch HobbyfotografInnen oder irgendwie sowas ist, ja, die dann so mit Kamera gerne unterwegs sind. Manchmal fühlt es sich, wenn man mit Kamera unterwegs sein will, an wie eine unglaublich große Hürde, die Kamera dann tatsächlich am Mann zu haben und auch Fotos zu machen. Und ich hatte schon vorher 100 Mal überlegt, soll ich die Kamera mitnehmen? Vielleicht ist das ja im Olympiapark verrückt, aber irgendwie, boah, dann noch im Rucksack eine Kamera und dies und das. Aber ich habe die Kamera mit nach München genommen und ich habe die Kamera mit in den Olympiapark genommen. Und ich zeige es euch gern, ich habe meiner Meinung nach so Bilder gemacht, die man so once in a lifetime eigentlich nur schießt. The obvious thing ist halt das, ne? Wie verrückt sieht das aus einfach? Ich habe mein uraltes Vintage-Objektiv mitgehabt, das man nicht mal richtig in Schärfe ziehen kann. Und gut, ich habe sie, die Schärfe liegt hier so ein bisschen hier auf dem See. Aber ich finde, es trägt zur Authentizität bei. Hier kann man noch die Bilder durchgehen. Crazy, oder? Crazy. Das war dann direkt am Berg. Okay, klassischer Olympiapark-Shot. Das ist aber auch, man kann von diesen Olympiagebäuden eigentlich kein scheiß Foto machen. Alles sieht da irgendwie geil aus, muss man wirklich sagen. Ne? Hier genau auf den Berg fotografiert. Wer sich findet, darf sich behalten. Wie geil wäre es bitte, wenn irgendjemand, der hier gerade auf dem Bild ist, dieses Video sieht. Hier so, du, wer bist du? Wo bist du? Schreibt doch mal, meldet euch hier. Und ich habe noch ein Bild, glaube ich. Ah ja, das war dann von der anderen Seite. Das ist quasi die Olympiahalle. Und hier unten, glaube ich, von hier sind quasi die anderen Bilder. Und hinten dran ist jetzt quasi der Berg. Wir sind dann da wirklich durch den Park spaziert und es war eigentlich wirklich Gänsehaut von vorne bis hinten. Also ich habe da schon teilweise so richtig so, dass ich dachte, oh mein Gott, es sind wirklich alle Leute einfach aus demselben Grund hier und alle sind so gut drauf. Ich hatte auch vorher so ein bisschen gar nicht Angst oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so das Gefühl, bin ich da ein Fremdkörper? Ich glaube, das ist das, was es vielleicht am besten beschreibt. Oder fühle ich mich da irgendwie unwohl oder ist das dann komisch, wenn da jeder verkleidet ist und ich einfach nur da zum Konzert hin will? Aber überhaupt nicht. Also wirklich auch gar nicht und auch gar keine komischen Vibes. Nur beim Konzert war einmal, wo da irgendwie eine Besoffene direkt bei uns irgendwie Stress gemacht hat, aber naja, die gibt es wahrscheinlich überall. Das hat sich vor allem in diesem München-Setting nach der vollkommenen Experience angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also einen Tag und vor allem auch den ersten Tag da draußen irgendwie so zu verbringen und dann am nächsten Tag drin. Das ist,
schon eine richtig verrückte Sache gewesen. Also das war auch was im Zuge jetzt mit dem Konzert noch, was ich auch erst gestern, vorgestern irgendwie, nachdem ich wieder zu Hause war sozusagen, gerafft habe, was das ja wirklich für Wellen geschlagen hat. Also das hat ja die ganze Welt und so mitgekriegt und man war da einfach so mittendrin. Ein legendärer Abend, wo man für immer so sagen kann, ja, ich war da dabei. Und das ist ja wohl völlig abstrus. Das habe ich ja wirklich, das habe ich null erwartet irgendwie. Ich war dann auch noch natürlich, hier, warte, so nett nämlich, ich war dann auch noch Merchandise kaufen. Oh, das wollte ich nicht. Ich habe mir einen Pulli gekauft. Wir reden nicht über den Preis, hier nicht über Preise reden. Die hatten da nämlich auch so richtig korrekte Poster eigentlich. Und ich war die ganze Zeit so, ah, eigentlich voll Bock, das auch zu holen. Das hier. So für schönen Bilderrahmen rein irgendwie, ne? Hab's dann aber nicht gemacht und dachte dann, ja, vielleicht kann ich es auch einfach nachträglich online bestellen. 25 Euro ist noch okay, wo ich so sag, ja, okay, meinetwegen. Und dann dachte ich aber irgendwann, ey, ich könnte das ja einfach selber machen. Ich habe mir gestern einen Druck in Auftrag gegeben mit diesem Motiv. Hä? Ist das nicht geil? Das ist doch geil. Und ich dachte mir nämlich schon, nämlich Sales Marius eben, falls das irgendjemand sieht, jetzt auf YouTube oder hier auch im Chat, keine Ahnung, der da auch Bock drauf hat, mein Druck ist noch nicht angekommen, aber wenn ich mit dem zufrieden bin und jemand auch Bock da drauf hat, man erreicht mich. Man erreicht mich über Instagram, man erreicht mich über Mail irgendwie und wir kommen da irgendwie zusammen. Wäre ich bereit dafür quasi. Da irgendwie gut Geld damit zu machen. Am zweiten Tag Konzert. Und ich muss halt sagen, also richtig gerafft habe ich das immer noch nicht, dass ich da auf diesem Konzert war. Und vor allem das, was auch nach dem Konzert und während des Konzerts schon mein erster großer Gedanke war, dass ich immer noch nicht gerafft habe, dass die ein echter Mensch ist. Dadurch, dass das ja wirklich jemand ist, der so ganz weit weg ist von einem irgendwie, ne? Also nicht nur jetzt vom Star-Level, aber auch auf geografischer Ebene und aber auch auf allen Ebenen eigentlich. Ich stand irgendwo hier so, würde ich sagen. Diese Ecke. Ich habe da jetzt auch nicht irgendwie den mega Drang verspürt, mich da vorne jetzt irgendwie in die erste Welle zu campen oder so. Also wir hatten ja eh nicht Tickets, aber selbst da hatte ich nicht den Drang, mich jetzt an die Barrikade zu campen. Aber es waren dann doch irgendwie so ordentliche Meter. Dieser Bruch, dass man denkt, ah ja, das ist einfach ein echter Mensch, der so auch einfach lebt, das hat überhaupt nicht stattgefunden bei mir. Für alle, die das nicht wissen, bei dem Lied 22 gibt Taylor Swift immer ihren Hut an jemanden ab. Und zwar meistens immer an ein kleines Girl. Hier sieht man es wahrscheinlich ganz gut. Und dann kommt Taylor Swift dahin und umarmt die einmal und gibt ihr dann den Hut ab. Dieses Kind, was da war, das hat schon geheult. Da war Taylor Swift noch 15 Meter weit entfernt. Und da hat es mich so richtig, da hat es mich richtig dahin gerafft. Also ich habe wirklich, als ich dieses Kind gesehen habe, wie das da heult, mir hat so die Tränen in die Augen geschossen. Das war völlig krank, weil ich irgendwie gedacht habe, so, für mich ist das ja schon völlig insane, jetzt irgendwie so Taylor Swift in echt zu sehen und so zu denken, ach krass, das ist ein Mensch und ich raff das nicht. Ja? Selbst mir fällt das irgendwie schwer, diese Wand zu durchbrechen. Und für dieses kleine Kind ist das wahrscheinlich dasselbe Gefühl, nur dass Taylor Swift jetzt für so 8 Sekunden plötzlich ein echter Mensch für sie wird. Und dann geht sie wieder weg und dann ist alles wieder so wie vorher. Außer, dass du gerade kurz mit Taylor Swift interagiert hast. So, und dabei haben dich 70.000 Leute gesehen. Zum Konzert, logischerweise. Alles daran hat sich bombastisch angefühlt. Die Art und Weise, mit welcher Logistik das natürlich verbunden ist, was das Ganze zu so einem Politikum irgendwie macht. Also um dir klar zu machen, wie krass das ist. Allein schon, dass du da ankommst und musst noch eine halbe Stunde laufen von der Bahn aus, nur um irgendwie in dieses Stadion zu kommen. Dann bist du nach 2 Kontrollen im Stadion, dann kriegst du ein Armband angelegt, das leuchtet, ja, das du einfach mit nach Hause nehmen darfst. Dann gehst du rein, musst nochmal um das halbe Stadion laufen, damit du zu deinem Einlass kommst. Da musst du dann nochmal alles vorzeigen. Dann kriegst du noch ein Bändchen, wo dann steht, in welchem Innenraumbereich du bist. Und dieses Scope von all dem, die, ich will nicht sagen eingeschüchtert, aber die macht einem so völlig klar, dass das ein absolut von vorne bis hinten ein surreales Ereignis irgendwie ist. Ja. Dann das Allerkrasseste, ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, ob können wir vielleicht mal in den Chat schreiben. Es gab kostenlos Wasser. Überall. Also es sind unten die ganze Zeit Leute rumgerannt, die Wasser auf dem Rücken hatten. Es gab auch Frischwasserstation, wo du ja einfach Wasser auffüllen konntest. Ich so, what? Also was ich höchstens kenne, ist, dass die Securities in der ersten Reihe ein bisschen Wasser
durchreichen. Und die hatten sogar so riesen, wie sagt man denn, Zerstäuber aufgestellt. Also Maschinen, die Wasser geblasen haben, aber vorher vorne dran war ein Ventilator geschaltet und der das dann so in die Luft zerstäubt. Und dann hattest du, wenn du an bestimmten Stellen vorbeigegangen bist, immer so einen ganz angenehmen, feinen Wasserfilm auf dir. Das war völlig abstrus und da habe ich noch nicht mal über das Konzert geredet, weil das ist dann das Nächste. Das Konzert, also Taylor Swift an sich, das war perfekt. Irgendwie. Also dieses komplette Konzert war von vorn bis hinten perfekt. Man hat das Gefühl, die hat nicht einen Ton nicht getroffen, die hat nicht einen Tanzschritt nicht beherrscht, die hat nicht einen Stotterer in irgendeiner Ansage gehabt. Und auch das ist dann ein Punkt, man muss fairerweise nochmal, um das einzuordnen, dazu sagen, ich komme von den Ärzten. Und wenn man da so ein Spektrum hat, sind die Ärzte auf der gegenüberliegenden Seite. Die Ärzte spielen Lieder nicht richtig, spontan falsch, machen dumme Ansagen, bauen spontan irgendwelche Songs ein und das alles ist bei Taylor Swift überhaupt nicht so. Es ist alles choreografiert, es gibt krasse Übergänge. Wir hatten zwischendurch irgendwann festgestellt, dass da ja überhaupt gar nicht geklatscht wird, weil halt zwischen den Liedern quasi kein Platz war zu klatschen. Und drei Lieder später gab es dann einen Moment, wo quasi von der Show eingeplant war, dass man jetzt quasi für Taylor Swift klatschen darf. Und das wird dann hier so auch zu Recht natürlich geframed, als wäre das irgendwie was mega Besonderes. Aber die weiß in dem Moment auch genau, was sie machen muss. Und die Leute klatschen und sie weiß genau, wie sie reagiert. Dann nimmt sie die Ohrstöpsel raus und dann geht's nochmal weiter. Wenn ich jetzt sagen soll, mich würde was stören, dann ist es halt die Tatsache, dass man als Crowd nicht die Möglichkeit hatte, ihr die Standing Ovation zu geben, wann man will. So, sondern wir mussten 8, 9, 10, 12 Minuten klatschen, wann sie will. Wo man halt auch merkt, also ich habe wirklich, muss man auch dazu sagen, diese Tour auch exzessiv verfolgt. Also auch so mit jeden Abend die Livestreams verfolgen, was sind die Surprise-Songs, dies, das, jenes. Da hat man irgendwann die Cues. Man kennt die Cues. Man weiß zum Beispiel bei, ich glaube, es ist Midnight Rain, gibt es einen Moment, wo sie sich nochmal in die Kamera dreht und irgendeine Grimasse macht. Und die Grimasse ist so jedes Mal anders. Aber es ist halt auch immer an genau der Stelle, es ist eine Grimasse und es ist der Raum an Individualität, der quasi da ist. Sonst nämlich nichts. Aber wenn ich darüber so hinweg gucke und es quasi, wenn man das eher so als Show, als Musical, als Gesamtwerk betrachtet, das ist halt das Ding, dann war das perfekt. Dann war das das perfekteste Konzert, was ich jemals erlebt habe. Das Einzige, was ich vielleicht noch anmerken würde, wäre, ich hatte das Gefühl, dass manche Songs, also beziehungsweise ich hatte einen Reality-Check. Ne? Also Songs, die ich vergöttere und liebe, musste ich mir eingestehen, dass die quasi live vielleicht nicht so die Überburner sind, zumindest nicht in einem Setting für 75, 74.000 Leute. Also das All Too Well 10-Minuten-Ding. Das ist halt ein Song, der kommt komplett über Storytelling. Der funktioniert in dieser 10-Minuten-Version auf dem Album absolut perfekt, finde ich. Es ist das perfekt weitergedachte, es hat die perfekte Dramaturgie. Aber am Ende des Tages muss man auch eingestehen, dass das ein Song ist, der halt von den 10 Minuten über die Hälfte der Zeit einfach nur auf einem Beat und mit 4 Akkorden funktioniert. Und das merkt man. Und ich habe mich für München geschämt vor Taylor Swift, dass quasi so in meinem Umfeld so nach 4 von 10 Minuten so ein Stadtfestumfeld quasi plötzlich da war. Und da habe ich direkt ein richtig schlechtes Gewissen gekriegt. Ich weiß nicht, was das psychologisch aussagt. Ihr könnt es gerne einordnen, aber behaltet es für euch. Und leider Gottes fand ich auch, dass die Folklore-Sachen in Teilen nicht so hundertprozentig live funktioniert haben. Da dachte ich dann, ich meine, das ist völlig unmöglich, aber eine Folklore-Evermore-Tour in so Clubs wäre halt mega geil gewesen. Aber in den großen Stadion-Touren ist es halt so, es verliert sich ein Stück weit, aber ich habe es halt trotzdem komplett geliebt. Von daher, das sind eh meine liebsten Alben, vor allem Folklore eigentlich. Und ich habe es genossen. Und ich habe geschrien und ich habe bei mehreren Liedern auch so richtig, wo es mich... Und das ist eigentlich dann das Gegensätzliche. Das komplette 1989-Set. Also man, das klingt jetzt, als würde ich hier irgendwem irgendwas Neues erzählen. Ich hatte das Gefühl, da war eine Eruption in diesem Stadion, in dem Moment, wo das Style losgegangen ist. Und da wirklich, da ist wie, ich habe das Gefühl, da ist wie so ein, äh,
wie so ein Korken nochmal aufgeplatzt irgendwie. Ich kenne von der nur zwei Songs, das ist auch verrückt. Ich denke mir wirklich so, die hat allein in diesem 1989-Set, das nur quasi ein Neuntel von der kompletten Show ist, 5 Hits. Und das ist nur von einem Album. Wie krank ist denn das? Ich habe auch den Tag vorher, als wir in dem Olympiapark saßen und so, wir hatten da die erste Stunde ungefähr komplett mitgekriegt. Und ich habe auch die ganze Zeit gesagt, wie krank ist denn das, dass die Album nach Album spielt und in jedem Album eine Dramaturgie hat. Also was ist denn das bitte, dass du über 10 Jahre, also 10 Alben quasi deines Oeuvres, eine Tour spielst und überall mindestens ein Song ist, den irgendwer, also den jeder im Stadion schon mal gehört hat. Ich hatte es immer mal wieder während des Konzerts, dass ich so mich erinnern musste, ich habe dann auf die Leinwände geguckt, wo ja alles perfekt eingefangen wird, und ich dann mich immer wieder erinnern musste, das, was gerade auf der Leinwand läuft, ist kein Film, sondern das passiert tatsächlich gerade. Und dann musste ich versuchen, mich während des Konzerts aktiv daran zu erinnern, dass ich gerade auf einem Konzert bin und dass ich das als solches auch wahrnehmen muss. Ich habe die Tränen in den Augen stehen gehabt, irgendwie bei Marjorie, wo ich dachte, das ist quasi ein Song, für alle, die das jetzt nicht wissen, den sie für ihre Großmutter geschrieben hat. Und den finde ich sehr, sehr gut, weil der überhaupt nicht so schmalzig irgendwie ist, so, sondern mehr so sich damit abfindet, so, kacke, die Großmutter ist jetzt nicht mehr da und ich habe das eigentlich gar nicht richtig ausgenutzt. Und was mich aber, also es hat mich gar nicht der Text so beschäftigt oder so, weil den kenne ich ja, so, aber was mich beschäftigt hat, ist, dass ich dann so stand und dachte, krass, das ist ein eher unbekannterer Song von einem eher nicht so bekannten Album. Und sie nimmt sich aber trotzdem jeden Abend die Zeit und spielt diesen Song komplett. Und da war ich so, völlig insane alles. Völlig insane ist, ich habe hier noch, das ist das Bändchen und das leuchtet auch noch, ne? Warte, ich kann es ja mal abziehen. Ich bin immer noch nicht ganz durch damit, das so zu checken, alles. Und ich habe auch die ganze Zeit mit Leuten versucht, darüber zu reden, was das eigentlich bedeutet. So, also man hat dann ja so diese Sucht danach, Dinge einzuordnen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nachvollziehbar ist. Es war wirklich wahrscheinlich, ist das einfach auch so ein Ding. Also so versuche ich es jetzt einzuordnen. Erstens mal, wo man einen Act, eine Sängerin, eine Songwriterin auf dem Peak ihres Schaffens gesehen hat, was ja auch immer mal, was schon mal selten vorkommt, muss man einfach sagen. Ja? Dass man wirklich irgendwie so vielleicht rückblickend auf eine Diskografie oder eine Karriere blickt und sagt so, boah, hätte ich die Band damals da zu dem Zeitpunkt live gesehen, das wäre ja mal so geil gewesen. Und ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, ja. Nicht der Zeitpunkt, aber der Kontext, in dem halt vor allem auch viele amerikanische Acts 1,5 Stunden zocken, ihr neues Album zu 85% spielen und die 5 besten, größten Hits als Zugabe raushauen, spielt Taylor Swift eine Show, indem sie einfach ihr komplettes Oeuvre präsentiert und das 3 Stunden 20, ja. Und das will ich auch noch irgendwie dazu machen und sagen, in einer Show, die unglaublich ist, also ich meine, man sieht es ja, es ist eine Bühne und es ist ein riesen Tamtam alles, ja. Aber am Ende des Tages passiert auf dieser Bühne gar nicht so viel. Also Taylor Swift macht keine unfassbar krassen Tanzchoreografien. Es gibt keine übermenschlich vielen Pyro-Einsätze. Ja, also es gibt so 3-4 Lieder, wo man irgendwie diese Rauchschwaden, wie nennt man das denn? Ich wusste das auch mal, hochkommen. Es gibt Feuer kurz und es gibt am Schluss ein Feuerwerk und so, ne? Und es gibt Glitter und Schnee und dies und das. Aber wenn man das mal wirklich so nüchtern draufblickt, passiert da eigentlich gar nicht so viel. Außer, dass da halt eine Frau singt und Tanzchoreografien und, das muss man auch sagen, schöne Bühnenbilder einfach dabei sind. Ja, also ich erinnere, Moment, Lavender Haze, man hat teilweise gar nicht kapiert, vielleicht war es jetzt auch nur, weil aus der Position, wo ich stand, was echt ist und was auf der Leinwand ist. Also es wurden einmal, kamen irgendwie Bäume aus dem Boden oder irgendwie sowas und ich war so, ist das gerade auf der Leinwand oder stehen die Bäume echt da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es ist einfach auch manchmal so ein ganz einfacher Twist von, du hast ein gutes Video, Taylor Swift klettert hier in dem Video in die Wolke hoch und dann kommen halt Leute raus hier mit diesen Wolken, wo eine Leiter dran ist und Taylor Swift ist halt da. So. Und
manchmal brauchst du auch einfach gar nicht mehr. Da brauche ich keine abgefuckten Tanzchoreografien. Da brauche ich keine Pyro des Todes, ja. Es ist am Ende irgendwie dann doch Holz, so bescheuert das klingt, für die wahrscheinlich bedeutsamste, größte Tour, Welttour aller Zeiten oder was weiß ich, ja. Aber es ist im Grunde am Ende des Tages gar nicht so viel, ja. Es sind gute Ideen, es sind smarte visuelle Konzepte und es ist eigentlich verblüffend wenig Gigantomanie, so kam mir das am Ende des Tages vor, ja. Sondern irgendwie dann doch nur eine Frau, die gute Songs schreibt und die halt performt. Taylor Swift macht an jedem Abend 2 Surprise-Songs, einen auf der Gitarre und einer auf dem Klavier, bedeutet random vorher von ihr festgelegte Songs, die sie dann zockt. Und ich muss halt sagen, ich kenne eigentlich fast alles von ihr. Und hätte man mich vorher gefragt, was ich nicht kenne, oder auch jetzt, was ich nicht so kenne, das ganze Zeug vom Debütalbum, bin ich nicht ganz so sicher, außer vielleicht Teardrops on my Guitar und, na, wie heißt der Kollege? Was ich auch nicht kenne, sind so die einzelnen Songs quasi. Also so, wenn ein Song zu, es gab einen Song zu Tribute von Panem oder hier wurde mal was veröffentlicht oder da. Und halt so ein paar Vault-Songs, die jetzt mit den Alben wieder veröffentlicht wurden, vor allem so Fearless und bei dem letzten war ich auch nicht so, 1989 war ich auch nicht so dabei. Ansonsten bei allem am Start und irgendwie bei allem happy und gab natürlich ein paar Songs, wo man sich dann letztlich sagt so, okay, ja, ne, hätte ich wahrscheinlich lieber gehabt. Zum Beispiel bei einem Song, der in der ersten, am ersten Abend kam, Ivy, oh mein Gott, mega Bock gehabt. Und es kam an dem Abend wirklich, es kam 2 Mashups sozusagen, wo 2 Sachen zusammengefummelt wurden. Es war für mich alles nicht so mega geil. Ich glaube, das erste war Love of My Life vom neuen Album. Das war das Klavierstück mit irgendeinem Vault-Track von Fearless, den ich noch nie gehört habe oder vielleicht 2-mal. Und das andere war I Don't Want to Live Forever oder so mit I'm Gonna Get You Back vom neuen Album. Und es war halt so die komplette Mischung aus allen Sachen, wo ich gedacht habe so, das fand ich wirklich ärgerlich, muss ich sagen. Das fand ich wirklich ärgerlich, weil es halt für mich persönlich einfach nicht das große Ding war. Aber scheiß der Hund drauf, ganz ehrlich. Also im Vorhinein habe ich viel darüber nachgedacht. Aber als ich dann auf dem Konzert war, habe ich gemerkt, immer mehr, es wird mir eigentlich völlig egal. Das waren meine Erfahrungen mit und auf und beim Taylor Swift Konzert und an dem Taylor Swift Konzert seitlich, drüber oder so. ihr könnt mega gern mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da wart oder ob ihr auf der Tour wart und wie es so sich für euch angefühlt hat. Und was ihr für Surprise-Songs hat. Wahrscheinlich werde ich neidisch sein, weil ich nichts Gutes erwischt habe. Aber wir hören uns und sehen uns und fühlen uns dann auf der nächsten Tour wieder, ne? Macht's gut.